Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Bioshock 2. Und wir haben uns jetzt ein bisschen hier, wir sind irgendwie nicht shoppen gewesen und haben jetzt Abfackeln 2. Ich glaube gar nicht, dass wir das jemals benutzen und ich höre einen Big Daddy. Und wir folgen jetzt mal diesem Pfeil, weil der uns zu der allerletzten Little Sister führt, die wir, mehr oder weniger klauen müssen. Und ich habe mal wieder zu viel Geld ausgegeben. Ja, wir haben es ja. Okay, sind wir schon da, wo es zu dem Tatsache ist? Geht schon zum Park. Okay, hier ist ein Big Daddy. Oh Gott. Okay, da ist eine. Mach den Riesenaffen da fertig. Ach, das wäre die erste gewesen. Ja, aber ich glaube... Guck mal, der ist ja quasi schon... Oh, hi! Ey! Nicht so gemeint du mir dein. Wo ist er denn? Ist er... Oh, ist er das? Hi. Wo ist denn die Little Sister? Da ist sie ja. Ich hatte schon Angst. Adoptieren! Guten Tag, du bist jetzt meine. Das ging jetzt schnell, aber der war ja auch schon ein bisschen angekratzt von den anderen. Können wir hier eigentlich... Nein, können wir nicht. Okay. Alles ausverkauft hier. Sind hier noch andere? Hallo? Nein. Oh, hier ist noch ein toter Big Daddy. Hatten wir den schon gelootet? Die haben immer schöne Sachen dabei. Ach, guck mal. So viele Sachen. Portemonnaie voll. Schon wieder. Oh, panzerbrechend. Sehr gut. Alles panzerbrechende zu mir. Panzerbrechend ist immer ganz gut. Geld haben wir zu... Okay, hier könnten wir noch... Wir haben es gefunden. Ja, das ist so schön. Komm, von der Seite kann da einer kommen. Also hier ist theoretisch eine Tür zu. Also theoretisch geht es da weiter, praktisch erstmal nicht. Gut, was haben wir hier? Also ich muss ja gerade mal hier so ein bisschen gucken. Ach ja, wir können ja jetzt einen Verbandskasten mehr tragen. Uiuiui. Aber nur ein Verbandskasten. Naja, gut. Immerhin etwas. Waren wir hier schon? Ach, das ist ein Balkon, so eine Art. Okay. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Dosenbohnen und Sardinen. Ja, nee, danke. Gut, sollen wir da unten noch ein bisschen Adam sammeln? Ehrlich gesagt, finde ich, wir haben mehr als genug. Aber, just for the lols, weil ich mich ja immer so anstelle. Haben wir denn hier... Hammer, Hammer, Hammer. Okay, wir können ja ein paar Fallnieten aufstellen. Weil wir haben ja richtig viel Wasser, ne? Das ist natürlich sehr, 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 sehr praktisch. Und wir könnten ja nochmal hier so ein... Na, wo war das denn? Hier war das ja. So, hier bei dem Mini-Geschütz aufstellen. Und... Kann man hier oben eins draufstellen? Oh nein, das ist jetzt genau dahinter. Ist natürlich jetzt voll in Talent. Und hier noch eins. So, dann nehmen wir auf jeden Fall Electrobolt, weil hier Wasser ist. Und lassen das Mädchen mal Adam sammeln. Komm, ich richte dein Gesicht, Kleine. Dieser Engel ist einsam. Haha. Okay. Ich würde gern mehr auf einmal haben, einfach um dann mal zu gucken, wie dieses Elektrobolt-Gedönsrad irgendwie... Ach, guck mal, sieh mal einer an. Da oben sind ja Leute. Scheiße, ich habe Fallnieten ausgewählt. Warum habe ich das denn? Bin ich irgendwie blöd? Wie, du bist fertig. Das ging aber schnell. Ja. Wie, na... Nach Hause? Was willst du denn da? Oh Gott, jetzt habe ich die Fallen da aufgestellt. Ey, ich könnte kotzen. Komme ich noch nie im Leben dran. Aber vielleicht komme ich von oben wieder dran. Ja. Ey, Leute, ich brauche eine neue Maus. Ich komme immer auf die mittlere Maustaste. Das geht doch nicht. Oder habe ich einfach vergessen, umzuschalten wieder? Das kann natürlich auch sein. Oh Gott. Das kannst du auch keinem erzählen. Ihr kannst du auch keinem zeigen. Ach ja. Ich vergaß.
So. Ah, hier. Na, komme ich da dran? Ja, konnte wieder ein paar einsammeln. Wenigstens etwas. Kann ich hier wieder neue kaufen? Nein, kann ich nicht. Aber irgendwo war ja noch so ein... Oh, ich will die Eve-Spritze haben. Egal, irgendwo war ja noch so ein Muni-Verkaufsstand. War da einer? Da war einer. Das ist, guck mal, direkt um die Ecke. Das ist doch praktisch. Ah, da kann man aber nichts kaufen. Du kannst nicht noch mehr davon tragen. Ja, es tut mir leid, dass ich mit allem voll bin, außer mit den Sachen, die ich benutze. Nee, Gatherer's Garden brauche ich nicht. Genbank brauche ich eigentlich auch nicht. So, Moment, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen doch jetzt wieder zurück zu dem Stanley Pool. Ach nee, wir müssen die Little Sister wegbringen, ne? Gut, dann gehen wir jetzt mal hier hoch und suchen mal einen, Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Oh. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Okay. Oh, schwere Nieten, gut, aber keine normalen Nieten. Ach, wir sind voll, was normale Nieten angeht. Ja, dann brauchen wir die ja echt nicht. Schwere Nieten, so. Fallnieten. Na, da will ich gar nicht drüber reden. So, und... Ah, ne, irgendwie gibt's hier sonst nichts. Gut, ich hätte gerne... Oh, hi. Ein bisschen was Panzerbrechendes für die Big Sister, die dann kommen wird. Wo sollten wir denn hingehen und unsere Little Sister hinbringen? Wo ist denn ein schöner Ort? Guck mal, hier könnten wir nochmal was Adam sammeln. Aber ganz ehrlich, warum? Warum? Obwohl, das ging schnell, ne? Es ging schnell. Da ist es. Adam. Ja, dann komm, mach mal. Ach, jetzt habe ich überhaupt keine Vorkehrung getroffen, ne? Das wird jetzt nochmal tricky. Wobei, ich stehe, glaube ich, ganz gut. Außer die kommen natürlich von oben. Ach, guck mal, guten Tag. Nur noch ein ganz kleines bisschen. Du hast nicht mal die Hälfte. Doch, jetzt hast du ungefähr die Hälfte. Du bist doch... Nein, ich bin ihr Daddy. So, beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Aufheben. Sehr schön. So, aber da ist noch eine gekommen irgendwo. Zumindest höre ich eine. Okay, ich höre keine. So, ich muss sie jetzt zurückbringen. Okay, dafür, wir haben ist das erste Mal, dass wir zwei Sachen gesammelt haben. Und das ging jetzt auch echt einfach. Also ich hätte es mir schwieriger vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber, jo, sagt man mal nicht nein hier, ne? So. Okay, jetzt nochmal die ganzen Leute hier looten. Den und den. Guck mal, da können wir hier das Organ nehmen. Yummy. So. Aber dann kommt die Big Sister hier hin. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Versteck hier? Oder sollten wir die vielleicht woanders hinbringen? War hier sowas? Da sind ja jetzt unglaublich viele auf unserer Seite hier. Die sind doch alle auf unserer Seite. Vielleicht war hier irgendwo... Ah, da, guck mal. Wenn wir hier die wegbringen, die hat die Big Sister nicht so viel Raum. Und wir haben hier eine Kamera und wir hätten dann auch... Wir könnten hier ein paar Fallnieten aufstellen. So. Kann ja nicht so... Oh, guck mal, da haben wir so ein Ding, was für uns schießt. Eigentlich eine gute Sache, ne? Dass wir das hier machen, oder? Finde ich jetzt. So. 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 Dann gehen wir hier auf schwere Nieten. Ich würde sagen, weil die Little Sick... Ach Quatsch, die Big Sister, die ist ja auch irgendwie so eine Art Big Daddy. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Scout? Nein, so. Nein, Elektro, so. Okay, hier nehmen wir noch Mini-Geschütz zur Hilfe. Wir haben nur noch eins, schade. Und ein Film. Ja, wir könnten versuchen,
Hier gehen wir erstmal auf Panzer. Oh Gott, da ist nicht mehr so viel. Oh Gott, wir haben nicht mehr so viel panzerbrechenden Kram. Oh, scheiße. Okay, oh Gott, habe ich das Teil jetzt kaputt gemacht? Nein. Okay, wir gehen hier auf panzerbrechend. Hier. Nein. Hier gehen wir auf schwere Nieten. Aber wir haben nicht so viele Waffen. Raketenspeer, Fallenspeer. Wir gehen hier auf ganz normale Speere. Aber ich glaube, Speere sind bestimmt nicht besonders erfolgreich bei Splittergranate. Auch nicht wirklich. Oh Gott, das wird nichts, Leute, das wird nichts. Okay, wir versuchen es erstmal hiermit. Machen aber hier den Film erstmal so und dann bringen wir die Little Sister weg. Wir sind fast wieder. Wir retten sie natürlich. Was denn sonst? Okay, so. Gucken, als ich weg war, Vater, ließ Stanley es zu, dass Mutters Anhänger zu Tieren verkamen. Als bekannt wurde, dass sie bald zurückkommen würde, wusste er, sie würden ihm die Schuld geben. Also fand er einen Weg, sie alle zum Schweigen zu bringen. Und das will er jetzt vertuschen. Ach, er hat das unter Wasser getan. Das war's. Jetzt bleibt der ganze alte Dreck unter dem Teppich und Lam wird nichts erfahren. Hey, komm zurück, ich hab die Bahn für dich entriegelt. Aber merk dir, wenn Lam dich erwischt, keinen Ton zu ihr. Wie, kommt keine Big Sister? Nee, ne? Haben wir das jetzt völlig umsonst hier gemacht? Delta, unser Interessenskonflikt scheint Eleanor zu belasten. Ihretwillen habe ich diesen Männern klargemacht, dass du nicht leiden sollst. Ach, wie nett. Ich übernehme die volle Verantwortung für jegliche etwaige Verärgerung deinerseits, bevor du stirbst. Das ist aber nett. So. Und ich hab's... Doc Lam macht Dampf, Chef. Komm zurück zur Bahnstation. Wir sollten abhauen. Ja. Es kommt doch eine Big Sister. Okay. Ey. 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 Warum ist sie jetzt kaputt gegangen? Ich wusste doch, es kommt eine Big Sister. Mann! Ich wäre jetzt fast losgelaufen und hätte das alles hier zurückgelassen. So. Na komm. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Oh, Big Sister Forschungsbonus. Steigert das maximale Eve? Big Sisters sind anfällig gegenüber panzerbrechenden Kugeln. Na gut, wissen wir das schon mal. Oh Gott, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. Warum sind denn da jetzt blöde... Oh, ey, da habe ich jetzt gar keinen Nerv zu, mich mit dir auseinanderzusetzen. Du blöd, Mann. Ich will die da kaputt machen. Scheiße, und keine Munition mehr. Ey, Leute, seid ihr denn scheiße? Ich muss doch erstmal hier... Ah. So, jetzt kann ich mich um euch kümmern. Mit normalen Nieten, bitte. Oh Gott. Wir wären fast gestorben. Wenn man hier nicht auf seinen... Höh? Alles leere Leichen hier? Wie kommt's? Okay. Ja, Big Sister, was hast du für uns im Angebot? Oh, Adam, Verbandskasten und Money, die wir nicht gebrauchen können, weil wir, upsala, voll sind. Gut, oh Gott, habe ich wenigstens recht gehabt? Und es kam wirklich eine Big Sister. Ich dachte schon, das wäre jetzt atypisch. Aber da mussten natürlich alle erstmal hier labern, ne? Alle, oh Gott, alle Fallen sind wieder weg, ja? Das gibt's ja aber nicht hier. Mussten natürlich jetzt erstmal wieder alle eine halbe Stunde lang hier erzählen und da erzählen und oh, und... wir werden dich kriegen und nein und komm hier hin und mach das und das und dann werden wir feiern und naja, auf jeden Fall haben wir jetzt alles erledigt. So, und jetzt gehen wir zurück zu Stanley Pool müssen wir, ne? Das war doch jetzt Ziel der Sache. So. Der war doch da in dieser U-Bahn-Station. Guten Tag! Oh Gott! Erschreck mich nicht so! Monsieur! Haha! Was machst du denn da oben? Ein Houdini-Splicer. Ich wär... Ich freu mir. Wo ist er? Hä? Ist der noch hier? Wo ist er?
Nein, ganz normale Nieten bitte. Mann. Ey, du, ihr hinter mir, ihr blöd... Ach, jetzt kommen die alle. Ich hatte die alle auf mich gehetzt hier, ne? Das war doch die Sache. Deswegen kamen die auch gerade mit der Big Sister, ne? Mit. Moment. Eins am anderen. Bitte. Ich hab nicht die Zeit hier so... Oh Gott, ich habe schon wieder keine Nieten. Ich brauche einen, Nächste hier, wo man Waffen kaufen kann, ist meins. So. Wie Affenscheiße. Oh, noch ein Houdini-Splicer in meinem Augenwinkel. Na, du blöd. Ach. Gott, ihr seid so scheiße hier. Und noch mehrere, oder was? Ich habe doch keine Munition mehr. Darf ich bitte erstmal Munition kaufen? Bitte mach das hier. Munition ist natürlich nicht. Ja, ich laufe weg, weil ich habe Angst. Nein. Warte, hier war doch noch irgendwo. War der hier nicht noch? War hier nicht noch? Nein, war hier nicht. Ach, scheiße. Jetzt habe ich gar kein... Das war doch geplant hier, dass ich nichts mehr habe. Okay, langsam wir uns bewegen. Jetzt kommen jetzt gleich wieder welche, ne? Wir müssen auf eine andere Waffe wechseln. Scheiße, war nicht irgendwo hier noch so eine... Ich brauche... Geld habe ich genug, offensichtlich. Ich brauche einen Verkaufsstand. Gut, wir folgen einfach mal den Pfeilen. War hier noch irgendwo einer? Ah, wir kommen jetzt zu einem. Okay. Hier irgendwo muss einer sein, meine ich. Laut... Hä? Moment. Ach so, er ist nicht schlimm. Wir gehen... So, hier muss einer sein. Ach, panzerbrechend, Leute. Hey! Hey! Stirb! Oh nein, Houdini-Splicer. Ich brauch ganz dringend erstmal... So. Gut, dass hier zumindest die Zeit angehalten ist. So. Kaufen, kaufen, kaufen. Hier kaufen wir auch. Davon haben wir nichts. Schade eigentlich. Okay, den Rest brauchen wir nicht. Okay, wo ist er? Aber er hat Eleanor in Gefahr gebracht und damit ist sein Schicksal besiegt. Wo ist er? Du siehst es, was ich hab den noch nicht umgebracht. Ryan ausgeliefert hat. Er trägt die Schuld daran, was aus dir geworden ist. Die Sicherheitsstation ist jetzt offen. Du kannst deine Rache nehmen. Ich kann meine Rache nehmen. Lärm hat es gewusst? Und da sieht sie zu, wie ich mir einen abbreche? Oh Gott, komm, Kumpel, die Bahn ist bereit. Lass mich leben. Ungütiger Gott, ich schwöre dir, wir hören uns erstmal das hier an. Okay. Nicht. Na? So. Lärm ist also ausgebrochen und kommt zurück. Wow. Okay. Das hatte ich nicht auf der Rechnung, aber okay. Das wird jetzt... Was mache ich denn bloß? Ich habe ja gehört, was viele von den Leuten... Na? Mal lügt Mutter nicht, Vater. Er hat uns das wirklich angetan. Uns beiden. Ich möchte gerne das Tagebuch zu Ende hören, Eleanor. Bitte halt einmal die... Oh, toll, jetzt ist... Egal. Okay, nö. Wir haben natürlich uns beschlossen, dass wir hier die Guten sind und immer nett alle Little Sisters retten und alle anderen hier verschonen. Ich meine, ich glaube, der ist selbst gestraft, wenn er hier überlebt. Ich glaube, das ist viel schlimmer, als wenn wir den jetzt umbringen. Deswegen fahren wir jetzt einfach weg, ohne dass der Herr stirbt. So, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Diese Folge ist zu Ende, denn ich weiß nicht, ob jetzt hier noch lang was passiert, wenn wir hier den Schalter drücken. Und wir haben ungefähr 20 Minuten erreicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!